Hallo! Willkommen zu einem neuen Vlog. Heute wieder mit meinem Bruder mal am Start. Wir machen heute eine kleine IKEA-Tour. Und ja, ich habe schon vorher gedreht, das blende ich dann jetzt gleich mal ein nach der Aufnahme. Und dann gibt es nämlich auf jeden Fall noch einen Aufbau. Ich freue mich schon voll drauf, da gibt es jetzt einfach so ein Makeover. Und mal gucken, wo wir euch jetzt noch mit. Das ist die Wand, um die es gehen soll. Also das ist direkt so, wenn man zur Tür drüben reinkommt. So sieht es gerade aus. Sieht auf dem Video chaotisch aus, als es ist. Wobei, nee, ist es doch schon. Aber das hier ist gerade ein Projekt im Stream. Das ist ein Mal nach Zahlen. Das kommt dann, wie das Bild, wahrscheinlich irgendwo dann dahin. Also das kommt dann weg hier hinten. Jetzt sind so ein paar Rollen wegen so Basteln und so noch. Pfeil und Bogen wegen meinem Cosplay. Und diese Pflanzen hier, die muss ich dann auch wegräumen. Also das ist ja noch Weihnachtsgestrüpp, das kommt auch noch weg. Aber es geht am Großen und Ganzen um dieses Exemplar, also mein Bücherregal. Und ja, ich habe halt vor, ein 50er Korpus hierhin zu machen und ein 50er Korpus dahin. Also ein bisschen alles zu schieben, weil ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Aber das da ist so eine Ecke. Genau, jetzt sieht man es. Und ich bin mal gespannt, wie es dann ist. Also wie es dann aussieht. Also das ist mein Vorher. So, ich brauche das ja wahrscheinlich am Donnerstag. Ja, mach ich halt. Wir müssen beide Hände auf jeden Fall drauf. Nein! Mit einer Hand ist ganz schön schwer. Wenn es elektrisch sein muss, ey. Geht das überhaupt noch weiter? Achso, du machst gerade vor. So. So, das ist die jetzige Situation. Also, mein Bruder hat mir gerade noch geholfen, das mit hochzutragen. Es ist übel groß. So krass. Also, ich bin mal gespannt, ob ich das morgen hinkriege, alles so zu bauen. Ich habe halt auch wirklich vor, also ich möchte es halt im Stream alles halt hier im Hintergrund aufbauen. Und ich werde es halt nebenbei auch versuchen mit zu vloggen. Beziehungsweise dann kann ich auf dem Stream auch was mit reinschneiden. Aber ich bin mal gespannt, ob das so gut klappt, weil ich werde halt wahrscheinlich das so machen, weil ich halt schon überlegt habe mit den Türen, weil die sind ja wirklich 2,36 Meter hoch, die Bretter. Und ich habe halt wirklich überlegt, ob ich dann die Türen sogar auch auf dem Boden mit anbringe, dass ich dann alles zusammen irgendwie hochhiefe und das dann dahin stelle. Muss ich mal schauen, weil diese dicken Kartons hier, also die hier, die sind halt echt schon sehr schwer, muss ich sagen. Also ich habe jetzt auch mein Bruder hochgetragen. Die anderen sind völlig okay, es sind halt die Türen nur, die sind halt jetzt nicht so schwer, aber ja, bin ich mal gespannt.
Na du Schönheit. Ja, bewachst du hier mein Buch? Ja. So, es ist der Tag der Tage. Heute wird mein Kleiderschrank aufgebaut und ich bin ganz gespannt, ob das klappen wird. Es steht eigentlich immer noch alles genauso da, wie es vorher war. Und ja, ich bin mal gespannt auch, wie lange das dauern wird. Ich mache einfach einen Zeitraffer. Ich lasse das erstmal, glaube ich, so. Eigentlich theoretisch, das muss ich nicht wegräumen, weil der Schrank fängt erst da an, wo der Schrank anfängt. Ich müsste halt eigentlich nur den Schrank irgendwie ein Stück weiter nach da kriegen. Abfliege weg. Oh Mist, die hat alle da EO getragen, weil die halt echt schwer sind. Ja, hast recht, sind meine Füße. Das sind Füße. Ach so, muss man das dann ausgleichen? Ja, ich mach erstmal rein. Ich mach erstmal rein. Kitty hat gar nicht gesagt, was es heute bei euch zu essen gibt. Tapsi, du musst wegbleiben. Nicht, dass du stirbst. Aber die Lampe ist im Weg. Was mal machen? Die Tür, die geht nicht smooth zu, weil ich doch nicht, weil ich nicht wusste, dass man außen die Dinger mit den Buppeln macht und innen die anderen, die normalen. Die Tür des anderen Schranks lässt sich bestimmt noch einstellen. Nee, ich muss halt die Dinger tauschen, das sind zwei verschiedene. Ja, das war das Makeover zu meinem Kleiderschrank/Bücherregal. Ich bin mit dem Schrank super zufrieden. Ich habe jede Menge Platz und der Aufbau war auch gar nicht schwer. Und ja, freue mich richtig doll und mein Herz hüpft, wenn ich das jedes Mal sehe. Also es macht mich wirklich glücklich, dass das jetzt richtig ordentlich ist. Und mein Bücherregal steht jetzt auch nicht mehr so alleine an dieser weißen Wand rum. Und es gibt dem Ganzen einfach auch einen wunderschönen Rahmen. Gut ist, ich kann auch einfach Teile mir noch dazu kaufen, für den Sommer zum Beispiel, da habe ich ja mehr Teile zum Hängen und die dann einfach ganz einfach mit da reinstecken. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn das Video euch gefallen hat, dann würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen und ihr könnt auch sehr gerne meinen Kanal kostenlos abonnieren, darüber würde ich mich auch freuen und dann sehen wir uns nächste Woche zu einem neuen Video. Tschüss!